neue Blöcke, ein neues Totem und vieles mehr. Das alles siehst du nach dem Intro. Was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, nämlich ein weiteres Update-Video. Und sicherlich hört ihr irgendwie einen kleinen Unterschied an meinem Mikrofon. Ich habe nur ein bisschen mit dem Filter rumgespielt, dass du Bescheid wisst, denn irgendwie momentan übersteuert mein Mikrofon sehr krass. Deswegen durfte ich gerade die eine Aufnahme komplett wegschmeißen, denn sie hat komplett übersteuert und ich will nur das Beste für euch zeigen. Deswegen auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen für diesen tollen Aufwand, den ich hier mache, dass ich nochmal das ganze Video aufnehme, extra nur für euch. Aber was hat sich jetzt verändert? Es hat sich vieles in Skyblock verändert. So viel, dass ich echt ein bisschen am Struggeln war. Aber okay, was will man machen? Aber ich würde sagen, wir legen sofort los. Nämlich, wir sehen hier schon sehr viele neue Sachen. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Basics. Also, was haben wir denn hier neu? Würdest du das schon sagen, viele neue Dekoblöcke? Mehr so auf Unterwasser bezogen mäßig? Nämlich, unser erster Block ist der Aquamarine-Block. Und der wird aus Aquamarine-Shards gemacht. 4 Stück braucht man davon. Wie man die bekommt, zeige ich natürlich später. Dann haben wir den Bambu-Block. Dafür braucht man 5 Bambus. Oder Bambu, eher gesagt. Wie ihr den bekommt, zeige ich natürlich auch später. Dann haben wir Dried Bambu. Das gleiche, ja, mit 5 Dried Bambus. Wie man es bekommt, zeige ich auch später. Aquamarine-Block, die dazugehörigen Steine, dazu natürlich auch die Brick-Version. Und dann hier ganz oben gibt es noch eine neue Art von Chest. Das ist die Input- und Output-Chest. Man macht sie aus einer Chest, 2 Conveyor Belts und 50 Eisen. Und natürlich haben wir noch eine Iron Door. Die wird ganz einfach aus 30 Iron und einem Green Sticky Gear gemacht. Jetzt fangen wir erstmal mit den einfachen Blöcken an, denn das Teil daneben wird ein bisschen komplex. Aber wie funktioniert diese Eisentür? Es ist an sich eine normale Tür, nichts Großartiges, würde man jetzt so sagen, oder? Ja, doch, die ist was Besonderes. Und nicht nur das Design macht sie so besonders, nein, das hier, was ihr seht, ist eine Owner-Tür, würde ich so sagen. Das heißt, die Person, die Insel beherrscht oder die Insel gehört, kann diese Tür öffnen. Kein anderer können sie öffnen. Das ist für mich natürlich sehr praktisch in manchen Situationen als Streamer, wenn dies Skyblock Twitch Streams sind, jeden Sonntag 16 Uhr. Auf Twitch nicht zu vergessen. Und ich finde, das ist eine richtig nice Idee. Also sowas habe ich schon lange drüber gefreut. Und ja, jetzt haben wir sie. Daneben haben wir die Blöcke natürlich. Ja, was soll ich jetzt gut sagen? Das kann man schön als Planken nutzen, so für den Boden. Ob das sich irgendwie anders abhebt mit der Wood Texture, ich weiß es nicht. Aber kann man ja mal in der Zukunft mal ein bisschen rumexperimentieren, was man damit so bauen kann. Ich glaube eher, dass ich damit was weniger anfangen kann. Aber ich glaube, für die ganzen Leute, die gerne asiatische Gebäude bauen, ist das schon was Tolles. Dann haben wir hier, die Input- und Output-Chest. Click to depose items into the Input- and Output-Chest. Ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert, aber so wie es aussieht, soll es irgendwie reingehen und dann wieder rausgehen. Also ehrlich gesagt verstehe ich das nicht ganz. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie halt vielleicht mehr lagert und dann das nachher einzeln irgendwie rauspackt. Aber dafür fehlt ja irgendwie hier ein Knopf. Deswegen verstehe ich noch nicht ganz. Ich kann mal kurz hier was reinpacken. Ihr seht, müsste ja eigentlich rausgehen. Also irgendwie geht das ja nicht raus. Also ganz komisch. Dann kommen wir zum nächsten Block. Ja, es gibt mehr Blöcke, die man nicht so sieht. Nämlich, wenn ihr den Lightning Station Pass habt, dann gibt es einen Sea Lantern Block. Auch wieder mit den Aquamarinen Shards, 20 Stück und 10 Kohle. Wie gesagt, wie man jetzt zu diesen Shards kommt, das zeige ich später. Dann kommen wir zu was noch weiterem, nämlich noch mehr neue Blöcke, ja? Bezüglich Deko ist hier schon viel dabei. Nämlich, wir haben jetzt hier insgesamt 5 kleine neue Deko-Blöcke. Dazu, ja, den 6. das ist das Bambus, das will ich jetzt nicht als Deko-Block, sondern als Pflanze zählen. Wächst sehr hoch. Ich glaube, vielleicht haben wir schon das Limit erreicht, bin mir gar nicht sicher. Diese Korallen, die kann man auch da bekommen, wo man die Aquamarine-Shards bekommt. Zeige ich euch, wie gesagt, alles gleich später im Video. Sind transparent, aber komischerweise trocknen sie nicht aus, was halt, ja, mich ein bisschen verwundert. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann ein Update, wo wir auch Wasserblöcke bekommen. Und da werden die dann vielleicht austrocknen, wenn man sie über Wasser gesetzt hat. Dann, wie gesagt, das Bambus, wenn man das auch bekommt, das zeige ich dann auch natürlich euch später. Und kommen wir mal kurz noch zurück zu diesem Block. Wie macht man eigentlich überhaupt dieses getrocknete Bambu, das man hier braucht dafür? Das ist ganz einfach. Wir nehmen einfach hier Bambu, packen es in den Ofen rein und ja, ich glaube, das erklärt es von selbst. Wir trocknen es einfach ganz easy. Nichts Spannendes oder Extremes, wo man es schwer craften kann. Ja, so macht man eigentlich dann Bambu. Okay, das ist aber getrocknetes Bambu. Denn normales Bambu macht man halt, ja, mit diesem, also dem Bambu-Block macht man halt nur hiermit.
Und zu den Rest kommen wir später, denn was ihr hier seht, ja, ihr seht schon, die Starfruit Totem, nämlich das Starfruit, ich weiß nicht, wie ich das pronunzieren soll, ist eine neue Frucht, aber dazu kommen wir auch später. Deswegen würde ich sagen, zeige ich euch erstmal, wie man an die Sachen kommt, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Nämlich, wie man hinkommt, ist ganz einfach. Wir müssen erstmal von unserer Insel runter. Ganz genau. Wir müssen auf die Starterinsel. Und wenn wir auf der Starterinsel sind, dann sehen wir, es hat sich eigentlich nichts verändert. Okay, der Öli-Typ hier steht jetzt ein bisschen mehr im Vordergrund. Vielleicht war es doch sehr schwer, den zu finden irgendwie. Aber sonst hat sich hier nichts Großes verändert. Wir haben keine neuen Blöcke oder sonstiges. Aber wir können mal gucken. Seeds, die neue Frucht, kann ich nicht kaufen. Okay. Verstehe ich. Aber ich kann sie verkaufen. Und das Krasse ist, die Starfruit, oder wie man es auch immer nennen will, ist 15 Coins mehr wert als eine Onion. Und wenn wir mal zum Totem-Typen rübergehen, wo wir auch den neuen Totem kaufen können, für nur schlappe 150.000 Coins, dann frage ich mich, haben wir vielleicht eine neue Ära von neuen Farben gefunden? Ist vielleicht die Starfruit besser? Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr dazu ein extra Video machen. Schreibt es in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Like oder einem Abo. Dann kann ich mal gucken, ob ich das Video machen kann. Okay, fahren wir mal fort. Der Fischermann hat nichts Neues, das ist klar. Aber was ist denn mit unserem See passiert? Der sieht noch viel tiefer aus. Und ja, wir können jetzt tauchen. Und ihr seht schon, hier können wir schon die neuen Korallen kriegen. Ich nehme jetzt mal meine Gilded Pickaxe und wir sehen, bumm, bam, one hit. Easy. Aber wisst ihr eigentlich noch, Gold abzufarmen, wie es mit deiner Gilded Steep Pickaxe ist? Ich kann euch sagen, es wird schlimmer. Bauen wir das mal ab. Also, ich sag mal so, ich habe Zeit, ne? Also, es ist schon extrem. Und ich glaube, jetzt macht auch langsam die Gilded Steel Pickaxe langsam Sinn. Und ja, so bekommt ihr dann auch die Aquamarine Shards. Weil ich jetzt sagen kann, so viel wie jetzt hier spawnt, wird auf einem Public Server nicht spawnen. Das heißt, wenn ihr diese Teile farmen wollt, kauft euch einen privaten VIP-Server. Die sind momentan immer noch gratis. Würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Es lohnt sich. Ihr seht da, wie viel spawnt. Aber ich will natürlich für das Video nicht alles abbauen. Ich kann kurz zeigen, wie sie aussieht. So sieht sie aus. Ja, ist ein bisschen groß, ein bisschen klein. Man kann sich drüber streiten. Aber ja, das ist der neue Kristall oder das neue Erz, würde ich dazu sagen. Und ja, das ist nicht die einzige Insel. Ich habe ja im heutigen Video, weil jetzt kommt das Video nochmal aus, weil ich schaffe es zeitlich nicht, dann kommt es halt morgen. Und sagen wir so, in meinem letzten Video habe ich ja gesagt, ich hoffe mal oder ich schätze mal, dass im neuen Update eine neue Insel kommt. Naja, ich war knapp dran. Die Inseln wurden bearbeitet, am meisten die Slime Island. Ich sag mal so, man hätte es noch ein bisschen schöner machen können, aber ja, da kommt eh keiner drauf, richtig. So, und ich würde sagen, wir entern dieses Portal jetzt erstmal. Aber bevor wir das Portal beentern, gibt es natürlich ein neues Feature bei diesem Portal. Denn das Portal ist jetzt for free. Denn wir können keine Slime Keys mehr kaufen. Das heißt, wenn ihr, so wie ich, Slime Keys noch habt, dann sind sie angeblich jetzt so viel wert wie ein Test-Totem. Denn die gibt es nicht mehr. Deswegen auf jeden Fall noch sammeln, wenn ihr noch welche habt. Ich werde sie natürlich noch mehr kaufen. Ja, auf jeden Fall ein neues seltenes Item. Betreten wir jetzt unsere Slime Island, dann sehen wir, oh, da hat sie viel verändert. Richtig, denn hier kriegen wir auch das Bamboo. Das ist auch die einzige Art, oder da die einzige Insel, wo man das bekommt. Und jetzt die Minecraft-Profis unter euch, die schon mit Bamboo gearbeitet haben, wissen eventuell, wie es auch funktioniert in Minecraft. So funktioniert es genau in Skyblock. Einmal unten abbauen, dann baut ihr das ganze Teil ab und bekommt auch alles davon. Seht ihr auch hier unten in meiner Leiste. Hier im Teich ist nichts Spezielles. Das ist eigentlich nur noch ein Ort, wo man dann halt nochmal ein bisschen entspannter abfarmen kann, falls die andere Ecke schon so leer gelutscht ist, dass da gar nichts mehr vorhanden ist. Wie gesagt, nichts Spezielles. Aber ich habe euch gar nicht gezeigt, wo gibt es denn eigentlich diese neue Frucht von dieser, alle gerade reden, diese Starfruit-Frucht. Also diese Buffalo Crystal Island da oben. Natürlich seht ihr die, denn da sind auch die neuen, die neue Frucht befindet sich da. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die Frucht ist schon selten. Von wo das Update live war, konnte man sie gar nicht mal kriegen. Also die Seeds, man kann sie aber wirklich nur von hier bekommen. Hier könnt ihr auch nur die Seeds bekommen. Und davor kommt man das dann nicht. Jetzt kann man es, keine Ahnung, wie selten es ist. Aber wir gucken mal, wir halten mal Ausschau. Hier sind ein paar Buffalos, ja, okay. Neuerdings spawnen hier auch mal Tomaten. Hier sehen wir schon, man kann auch dadurch Seeds bekommen. Und, gucke da. Die neue Frucht. Ist sie nicht schön? Und ne Glück, wenn wir jetzt die ziehen, kriegen wir entweder nur eine Starfruit oder auch ein Seed. Mal gucken.
Ja, leider Pech gehabt. Nur eine Starfruit bekommen. Wir können mal kurz gucken, wie viel rum noch liegt. Ah, hier. Also noch so. Ich weiß nicht, ob es darauf ankommt, wie frisch die Server gerade gespawnt wurden. Weil der Server ist halt komplett nicht angefasst worden. Aber wir sehen gerade, hier sind ein paar schon viel. Aber wir haben noch seit den drei noch keins bekommen. Und das Gold nehmen wir natürlich auch noch gerade in diesem Update-Video mit. Und wenn das als Beispiel. Gold ist gefühlt, so glaube ich das jetzt mal, wesentlich schneller. Ich schätze mal, dass schon die dieses Prismarin, sagen wir jetzt dazu, ganz schnell, schon ein bisschen härter zu abbauen ist. So, dann ist noch eine Starfruit. Mal gucken, bitte, bitte, bitte. Ach, leider nichts, also schon durch vier abgebaut und immer noch nichts bekommen. Ich glaube schon, die ist ein bisschen selten zu bekommen. Jetzt ist die Frage, wofür brauchen wir jetzt eigentlich überhaupt diese neuen Kristalle und die Starfruits? Ja, es gibt für die Starfruits und für die Kristalle natürlich noch ein weiteres Rezept. Und neben von überteuerten großen Totems, die 150k kosten, fragt man sich bestimmt, wofür brauche ich denn eigentlich dann diese Shards eigentlich? Baublöcke sind langweilig, das nutzt keiner. Weil wir natürlich was Neues zum Farmen bekommen haben, hat sich auch das Farming, ja, die Art, wie man farmt, sich auch verändert. Wisst ihr noch mein letztes oder vorletztes Video mit der automatischen Berry Farm? Für die ganzen Leute, die keinen Autoklicker haben, holt eure Lego-Technik-Sachen raus und versucht eure F-Taste ununterbrochen zu drücken, denn es gibt Revolutionen. Wenn ich jetzt F drücke, also gedrückt halte und jetzt mit meiner Maus drüber hover, man muss nur noch die F-Taste gedrückt haben, um Dinge einzusammeln. Das ist revolutionär. Das ist so gut und so gut für AFK-Leute, die gerne Berry Seeds oder Berries an sich AFK farmen wollen. Ich würde sagen, das lohnt sich richtig. Richtig geil. Natürlich dann, wie gesagt, zu den Starfruits gibt es natürlich dann noch einen neuen, ein neues Crafting-Recipe. Das ist nämlich der Starfruit Cake. Ganz nice Sache. Wir können mal kurz einen craften und den können wir mal kurz hier backen und uns mal kurz das volle Modell dann als, ja, gekochte Version anzugucken. Ja, das ist jetzt der Starfruit-Kuchen. Der ist dann nur ein bisschen dunkler geworden. Mehr hat sich aber dann auch wieder nicht verändert. Und passend, so wie hier stehen, am Anvil, gibt es auch noch was Neues im Anvil. Denn ich glaube, ihr habt euch schon sicherlich gefragt, warum hat er da ein Anvil stehen, weil nutzt ihn nicht. Okay, schließt die Augen und entspannt euch. Und macht eure Augen wieder auf und guckt euch das an. Wir haben eine neue Waffe. Diese neue Waffe steht vor dem Gilded Steelhammer. Jetzt ist da auch die Frage, was ist besser? Gilded Steelhammer oder Aquamarine Sword? Und für dieses tolle Aquamarine Sword braucht ihr mal nur ebenso 200 Aquamarine Shards und 2 Perlen. Die Perlen sind nicht das Problem, die Aquamarine Shards sind das Problem. Aber natürlich will ich das euch nicht vorenthalten, deswegen, ihr seht schon, habe ich es mal eben bei Usern für 15 Millionen Coins mal ebenso gekauft. Das Teil wird sehr hoch gehandelt, also für einen Schnäppchenpreis mal eben gerade abgekauft. Ist die Frage, ist es jetzt besser als ein Hammer? Wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir auch in die Kommentare oder zeigt mir mit einem Like auf dem Video, ob ihr ein Vergleichsvideo sehen wollt, ob sich das überhaupt lohnt, den Aufwand für das Aquamarine Sword zu machen oder nicht. Nebenbei gab es ein paar kleine Bugfixes, zum Beispiel, wenn man es in der Hand hat und man ist halt out auf Map gefallen, hat man dieses Item verloren. Dies wurde jetzt natürlich Gott sei Dank gefixt. Und ja, das war es schon eigentlich mit diesem Video. Noch ein paar kleine Bugfixes waren auch noch da am Start, aber das war es, wie gesagt, mit dem Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einfach noch einen Daumen nach oben, wenn ihr Ehrenmänner seid oder Ehrenfrauen. Würde ich sagen, lässt ihr ein Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine neuesten Skyblock-Videos, Update-Videos oder sonstiges auf meinem Kanal verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao!